Hallo, willkommen zu einem neuen Film, diesmal aus der Wunderwelt der Akkus. Es gibt natürlich verschiedene große Akkus oder Batterien und normalerweise ist das so, je nachdem wie viel Strom das Gerät verbraucht, ist auch die Größe von den Batterien zugeordnet. Das heißt, ein Gerät, das viel Strom braucht, bekommt große Zellen, ein Gerät, das weniger braucht, bekommt kleine Zellen oder viele kleine Zellen, um die Spannung zu erhöhen. So, worüber man sich dann aber wundert, ist, wenn man eine solche Batterie hat und hier einmal raufguckt, dann wird man feststellen, dass in diese kleine Batterie 2450 Milliamperestunden passen. Wenn man jedoch eine große Mignon-Zelle hat, dann sehen wir hier, passen da nur 3000 rein. Ja, und wenn wir die jetzt im Größenvergleich zueinander zuordnen, dann würde ich erwarten, dass diese Zelle nicht 3000 reinpassen, sondern ungefähr, ja, was sollen wir sagen, 9000, vielleicht 12.000 reinpassen. Aber nicht nur 3000 mAh, so wie der Hersteller das hier angibt. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Und deshalb habe ich eine Zelle einmal ausgepackt. Dann behält man von außen viel Silberpapier übrig. Dann hat man eine nackte Zelle. Auf der nackten Zelle ist obendrauf Plastik. Ist natürlich festgeklebt. Und dann sieht man, hier sind auch Löcher drin. Das kommt daher, weil beim Pluspol immer ein Überdruck oder oft manchmal ein Überdruckventil ist. So, dann habe ich den Boden geöffnet. Das heißt, ich habe das Überkrempte weggemacht. Und dann kann man das Ganze einmal rausschieben. So, und was man dann übrig behält, ich mache nochmal die Zelle daneben, ist dann eine kleine Zelle mit einem Abstandhalter und einem Minuspol unten. So steckt die dann da drin. Ich rück das mal mehr in die Mitte. Dann könnt ihr das nochmal sehen. Das heißt, das meiste hier drumherum und von der Höhe her ist heiße Luft. Ja, der ist hier nur rangeschweißt. Hier oben ist nochmal das Hütchen, weil da unter ist eigentlich, könnt ihr sehen, der eigentliche Pluspol mit dem Überdruckventil. Und wenn ihr das jetzt hier mal vergleicht mit der normalen Zelle, dann seht ihr, ja, der Platz wird gar nicht richtig ausgenutzt. Wird euch als Monozelle verkauft, hat aber viel weniger Platz. Dann ist da noch alte Technologie drin, die nicht mal dafür sorgt, dass so viel Strom aufgenommen wird, wie da eigentlich Platz in der Zelle wäre. Ja, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn in die Monozelle kaum mehr Strom reinpasst als in eine normale Mignonzelle. Nur, dass ihr mal Bescheid wisst, wie das zu solchen Effekten kommt. Das war's schon. Schönen Tag noch. Tschüss.